Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Zwergenfreunde, zu Age of Mythology The Titans. So, wir machen gleich weiter. In der letzten Mission sind ja die Titanen auf uns losgegangen, beziehungsweise ein Titan. Und wir durften mal zur Abwechslung wieder Ägypter spielen. Das dürfen wir in der nächsten Mission auch wieder, weil wir wieder in Ägypten sind. Jo, dann geht's mal los. Was machen Sie denn da nur? Dies ist ein Priester des Osiris. Er versucht, einen Wächter zu erwecken. Einen Wächter, um gegen den Titanen zu kämpfen? Ja, wir müssen den Priester währenddessen beschützen. Einige werden zu Krios Truppen übergelaufen sein. In Wedge. UER. Jo. Kastor, hier gibt es kein Gold. Wir müssen die verstreuten Kamelkarawanen finden und sie zum Dorfzentrum unseres Verbündeten schicken. So können wir eine Handelsroute aufbauen. Also ja, das fängt schon mal gut an. Ich mache mal kurz Pause. Verstärken Sie Ihren Truppen und schütten Sie den Sohn des Osiris, während dieser den schlafenden Wächter wieder auflädt. Ja, er setzt ein paar neue Akkus rein. Belassen Sie Ihren Sohn des Osiris in der Nähe des Wächters. Solange er nicht angegriffen wird, lädt er automatisch den schlafenden Wächter auf. Wenn Sie auf den Wächter klicken, wird angezeigt, wie weit der Wächter schon aufgeladen ist. Suchen Sie nach verirrten Kamelkarawanen und schicken Sie zum Dorfzentrum von Sebenitos, damit Sie die Handelsroute abschließen und automatisch Gold erzeugen. Verstärken Sie die Verteidigung wahrscheinlich. Und Wirbelsturm. Als mächtiger Zauber aus dem mythischen Zeitalter reißt der Wirbelsturm alle militärischen Einheiten hoch in die Luft und setzt sie dann sicher an der gewünschten Stelle ab. Umgeben von mächtigen Zaubern steigen die Einheiten rasch vom Himmel herab und sind sofort kampfbereit. Ja. Gut, ich weiß, dass hier hinten, glaube ich, eine Karawane war. Die holen wir uns gleich mal als erstes. Weil wir können leider selber keine Kamele ausbilden. Noch eine Kamelkarawane. Schickt sie zum Dorfzentrum unseres Verbündeten. Jo. Dann schicke ich mal einen von den Priestern hier hoch. Und schicke dieben gleich mal hier runter zu dem Horus-Priester, um ihn zu beschützen. Oh, da ist noch eine Reliquie, die ich gleich mal holen sollte. Während ihr hier weiter nach Karawanen sucht. Also ja, wir werden hauptsächlich hier angegriffen von Tartaros-Brut. Weil hier befindet sich das Tartaros-Tor. Noch eine Kamelkarawane. Schickt sie zum Dorfzentrum unseres Verbündeten. Jo. Und du kannst keine Reliquien aufheben, das ist ärgerlich. So, wir brauchen nämlich auf jeden Fall das Gold. Und wir brauchen dringend mal eine Kaserne hier. So, du bringst das in unseren Tempel und holst danach gleich die da. Ach ja, und verbessert mal unsere Welle, sonst wird das hier nichts werden. Während wir mal hier aufdecken und dort noch eine Karawane finden. Sehr schön. Und eine Reliquie. In Wedge. In a Jerek. Und ihr könnt euch ruhig mal etwas zurückhalten. Wow, okay, da kommt ein Angriff. Das ist nicht so schön. Wo habe ich meine Priester gelassen? Bilden wir mal noch ein paar Priester aus und schicken sie gleich mal dahin. Der Angriff hier ist nämlich nicht so toll.
Und das war mein... Ja, die Tartaros Bruder macht uns zu schaffen. Die ist nämlich ganz schön lästig. So, dann wählen wir mal Axtkämpfer und Schleuderkämpfer auf. Und reparieren hier ganz dringend die Mauer. Ja, und die da sind auch lästig. Ein Phönix und noch verdammt viele andere Gegner. Du bist noch ein Orakelheld. Das heißt, du gehst mal da lang. Also erstmal holst du die Karawane hier unten und da drüben ist noch eine Karawane. Und Cerberus ist böse. Ein verirrtes Kamel wurde gefunden. Schickt es zum Dorfzentrum unseres Verbündeten. Wir haben noch so ein blödes Kamel gefunden. Ajax, ja. Skopos? Yuji. Ich errichte mal sicherheitshalber hier ein paar Türmchen. Und du solltest Holz sammeln. Ja, nebenbei Gold und Holz wären auch nicht verkehrt. Und dann mal ein paar Truppen hier zusammenziehen. Ja, und da gibt es schon das Problem. Da ist eine Hydra. Okay, ich schick mal Ajax dahinter zum Aufräumen. Und ich brauche neue Dorfbewohner, die hier bauen können. Der lädt sich langsam wieder auf. Er ist schon bei einem Viertel. So. Du dahin. Die Priester können mal gegen die Hydra helfen, sonst wird die zu lästig. Ach, kommt. Euch mache ich mal die blöden Bogenschützen, mache ich mal mit einer Untotenarmee weg. Sonst dauert das zu lange. So. Kann ich in unserem Marktplatz sein, kann ich natürlich nichts verbessern. So, dafür lebt Ajax jetzt wieder. Kann man wieder... Kümmert ihr euch um die mythischen Einheiten, bitte. Und ich brauche wieder mehr Priester. Machen wir mal 5 Stück. Und ich sollte die Angriffsreichweite der Priester verbessern. So. Ihr wieder nach da. Oh, der Mandra macht den Feuersiphon kaputt. Sehr schön. Und meine Einheiten werden versteinert. Das ist weniger toll. So, Verbesserungen. Wobei wir hauptsächlich Priester brauchen. So, was haben wir hier jetzt eingesammelt? Den Bogen des Trios. Bogenschützen haben wir leider keine. So, verbessern wir meine Geschütztürme. Und vor allem Dingen mehr Sichtweite für Geschütztürme wäre nicht schlecht. Wir haben 2 freie Felder. Ah, und da sind auch schon 2 Dorfbewohner dafür da. Oh, jetzt wird es hier etwas böser. In a direct UEFF. Great.
Der Sohn des Osiris ist ein mächtiger Krieger, aber seine wichtigste Aufgabe ist es, den Wächter aufzuladen. Mhm. Das hat er ja eigentlich auch vor. Die müssen ja unbedingt betrügen mit ihrer Reichweite hier. Dann bin ich mal fünf. Kann ich nicht, weil ich nicht genug Holz habe für Schleuderkämpfer. So, wie weit ist er aufgeladen? Bei fast 50% ist er mittlerweile. Ja, die da sind echt nervig. Und ich habe leider keine Migdol-Festung und kann auch zurzeit keine bauen. Alles, was ich bauen kann, sind ein paar Schleuderkämpfer, die da mithelfen, diesen Punkt zu verteidigen. Da Schleuderkämpfer angeblich effektiv gegen andere Bogenschützen sind. Und ich mehr Priester brauche. Kann ich eigentlich noch was? Pharaonen. Erhöht Heilungsgeschwindigkeit von Priestern und reduziert deren Kosten. Das ist nicht schlecht. Und mehr Schaden an mythischen Einheiten durch Priester ist auch nicht schlecht. So, eine Schlangenplage sollte auch mal helfen. Und da ist der Sohn des Osiris ein bisschen in Schwierigkeiten, aber die Priester helfen ihm zum Glück. Und heilen ihn gleich hoffentlich auch. Oh, da ist ein Feuerriese entkommen. Das ist weniger schön. Oh, die gehen mal kommen mal wenigstens in Reichweite. So, weg mit dir, du nervst. Hoffentlich sind die Priester dafür geeignet. Ja, sind sie einigermaßen. Und jetzt macht hier die blöden Bogenschützen mal weg. Ich brauche dringend mehr Nahkämpfer hier unten. Da ich nur bedingt gut durchhalten kann, so. Und ich bräuchte eigentlich mal eine Schmiede. Gib mir nachher noch ein paar mehr Dorfbewohner, weil wir brauchen auch mehr Holz. Und Amandra ist mal wieder mit einem Feuersiphon beschäftigt. Bei wie viel Prozent sind wir jetzt? Wir sind schon über 50%, was der aufgeladen ist. Sehr schön. So, eine Waffenkammer wäre nicht schlecht. Nur der Wächter kann diesen Titanen aufhalten. Jo. Und dieser Titan ist äußerst nervig. Da drüben wäre übrigens Gold, was wir abbauen könnten. Beziehungsweise können wir nicht, weil wir nicht rankommen. Oh, hier ist auch noch eine Karawane. Ein verirrtes Kamel wurde gefunden. Schickt es zum Dorfzentrum unseres Verbündeten. Wo ist eigentlich Castor? Achso, da. Also ja, langsam kriegen wir hier Truppen rein. Langsam wird es hier aber auch ungemütlich. Also noch mehr Dorfbewohner. Mal zum Glück versuchen sie sich gerade durch die Mauer durchzuboxen und lassen meine
Priester und Türme einigermaßen in Ruhe. Ah, ich hätte nichts sagen sollen. Gib mir mal 5 neue Priester. Ihr zieht euch zurück. Und neue Schleuderkämpfer. Und langsam kommen wir an die Grenzen unserer Bevölkerung.